Am Donnerstag geht es im Stadtrat um nicht weniger als die Zukunft des Bahnhofsvorplatzes und dessen Anbindung an das Straßenbahnnetz. Die Meinungen zu diesem Thema sind gespalten. Die einen wollen die Straßenbahn aus diesem Bereich verbannen, die anderen wollen die Anbindung verbessern. Im Stadtrat soll über einen Grundsatzbeschluss entschieden werden, der heute im Rathaus näher erläutert wurde. Einigkeit dürfte darüber bestehen, dass am Bahnhofsvorplatz etwas geschehen muss. Selbst der größte Optimist wird diesen Bereich als Schandfleck bezeichnen. Eine attraktive Visitenkarte ist er nicht. Ausgerechnet da, wo die Bahnreisenden den ersten Eindruck der Stadt bekommen. Die Straßenbahnhaltestelle liegt stolze 70 Meter vom Empfangsgebäude entfernt. Die Gegner der Tram wollen den Hauptbahnhof vom Straßenbahnnetz abkoppeln und die Strecke einmotten. Die Verwaltung sieht das aber anders und will Zwickau mit ihren Plänen ein zukunftsfähiges Konzept präsentieren. Tiefbauamtsleiter Thomas Pühn bezeichnete die Pläne sogar als genial. Ja, das Geniale an diesem Plan bzw. an dieser Variante der Straßenbahnführung ist einerseits, dass wir zwei getrennte Abschnitte herstellen können. Das heißt, der erste Abschnitt, die komplette Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und die Herstellung der Straßenbahnverbindung zum Bahnhof. Also bis hierher. Das wäre ein völlig separater erster Bauabschnitt, der am Ende auch funktionsfähig wäre. Das heißt, die Straßenbahn fährt zum Bahnhof und wieder ins Stadtzentrum zurück, so wie es bisher auch ist. Und dann könnte man in einem zweiten Bauabschnitt dann die Straßenbahn bis zur Werderer Straße führen, müsste kein neues Tunnelbauwerk herstellen, auch keinen Trog, sondern man würde hier die Eisenbahnüberführung, die derzeit besteht, erweitern. Das heißt, man müsste die Widerlager nach außen setzen und einen neuen Überbau bauen. Dann könnte man die Trassierung der jetzigen Eisenbahnüberführung nutzen. Genial auch deshalb, weil wir die Straßenbahn komplett aus dem Fahrbereich rausdrängen. Das heißt, die Straßenbahn fährt hier nicht in der Straße, sondern neben der Straße auf der kompletten Länge bis rüber zur Werderer Straße. Das heißt, Fahrverkehr, MIV, motorisierter Individualverkehr und Straßenbahn kommen sich praktisch gar nicht mehr in die Quere. Der einzige Punkt, wo beide miteinander im Konflikt stehen, das wäre hier dann, weil die Bahnhofstraße diese neue Innenstadttangente quert. Hier würde aber eine Ampel entstehen. Ansonsten fährt die Straßenbahn auf einem separaten Gleis, völlig unabhängig von den Autos. Ein unglücklicher Zwischenfall aus dem Jahre 2015 erwies sich bei den Planungen als glückliche Fügung. Die ehemalige Sipro-Ruine drohte einzustürzen und musste abgerissen werden. Der Rückbau war zwar schon länger ein Thema, aber die marode Statik beschleunigte alles. Das war eigentlich genau im Zuge der Planung, wo das ehemalige Gelände der Sipro abgerissen wurde. Und erst diese Möglichkeit oder dieser Abriss hat hier die Möglichkeit eröffnet, diese Trassierung der Straße und der Straßenbahn zu derlei zu gestalten, was vornweg ja nicht denkbar war. Wie geht es nun weiter im Hinblick auf dieses Projekt? Das haben die Stadträte am Donnerstag in der Hand. Also sollte sich der Stadtrat, was meine große, große Hoffnung ist, am Donnerstag für diese gute Lösung entscheiden, dann würden wir sofort im nächsten Jahr mit den Planungen beginnen. Im Anschluss an die Fertigstellung der Leistungsphase 3, sprich Entwurfsplanung, würde dann ein Planfeststellungsverfahren beginnen. Und wir glauben, dass wir dann mit dem eigentlichen Bau im Jahr 2021 dort richtig loslegen können. Auch die Kosten können schon beziffert werden, sagte Tiefbauamtsleiter Thomas Pühn bei der heutigen Vorstellung der Pläne. Für den ersten separaten und funktionsfähigen Bauabschnitt, den ersten Bauabschnitt, sind ca. 10 Millionen in der mittelfristigen Investitionsplanung enthalten. Und für die nächsten Jahre müssten wir erstmal ca. 850.000 Euro für die Planung ausgeben. Und auch die Mittel sind im Haushalt berücksichtigt. Besteht die Möglichkeit einer Förderung? Es besteht die Möglichkeit. Wir haben hier zwei verschiedene Förderrichtlinien. Einmal diese Richtlinie für den ÖPNV und die Richtlinie für den kommunalen Straßenbau. Beide Förderrichtlinien haben relativ hohe Fördersätze,
von 75 bzw. 80%. Gegebenenfalls, das lässt diese Richtlinie ÖPNV auch offen, sind auch höhere Förderquoten möglich. Das heißt, der Eigenanteil der Stadt Zwickau an diesen großen Vorhaben wäre dann überschaubar. Aber bevor man dort mit dem Fördermittelgeber ganz konkret ins Gespräch kommt, müssen natürlich konkrete Zahlen auch vorliegen. Und diese konkreten Zahlen bringt letztendlich die Entwurfsplanung. Vorgespräche gab es mit dem Fördermittelgeber schon. Er zieht dieses Vorhaben als ein sehr gutes Vorhaben an und hat bereits dort angedeutet, dort auch Fördermittel zur Verfügung zu stellen. Wie auch immer der Stadtrat am Donnerstag entscheidet, es geht um die langfristige Zukunft der Stadt. Ob ein Oberzentrum ohne Straßenbahnanbindung des Hauptbahnhofs ein Zukunftsmodell ist, muss jeder für sich entscheiden.